Warum sollte man sich in der Bundesvereinigung Logistik engagieren? Nun, sie ist ein Netzwerk, ein offenes Netzwerk, hoch engagierter Logistiker aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft. Und sie bietet ein breites Portfolio an Informationen, an Inhalten über Veranstaltungen, über Seminare, über Arbeitskreise. Mit einem Umsatz von mehr als 200 Milliarden Euro jährlich ist die Logistik der drittgrößte Wirtschaftszweig in der Bundesrepublik Deutschland. 2,7 Millionen Arbeitnehmer sind in der Logistikbranche beschäftigt. Durch Logistik wird Warenwirtschaft und ein weltweiter Handel erst möglich. Deutschland hat die erfolgreichste Logistikbranche der Welt, die von der Weltbank gewürdigt wurde als die Nummer eins in Sachen Infrastruktur, in Sachen Qualität, in Sachen Zuverlässigkeit, in Sachen Pünktlichkeit. Das ist ein großer Erfolg. Logistik ist eine Querschnittsfunktion. Das heißt, als Logistiker lernt man die unterschiedlichsten Branchen kennen, sei das die Modelogistik, die humanitäre Logistik, sei es Logistik für Museen oder die Logistik, die sich hinter einer Olympiade zum Beispiel verbirgt. Es wird einem nie langweilig. Die Logistik bestimmt über den Service, aber auch über die Kosten eines Unternehmens in sehr hohem Maße. Daher bin ich davon überzeugt, dass die Logistik einer der absoluten Erfolgsfaktoren eines jeden Unternehmens ist. Kernstück der Vereinsarbeit sind die Regionalgruppen, also Zusammenschlüsse, wo man sich vor Ort treffen kann, sich mit den Kollegen austauschen kann, Betriebe besichtigen kann, einfach neue Ideen und Impulse mitnehmen kann. Ich bin ehrenamtlich tätig in der Regionalgruppe Ruhr und auch im Vorstand, weil diese Community mit 10.000 Menschen nicht nur die Vorteile auf der Business-Seite bringt, sondern auch persönlich viel Spaß macht. Mit der Bundesvereinigung für Logistik führe ich Veranstaltungen bei Firmen durch, mache Firmen bekannt und stärke die Logistik in der Region. Mittlerweile hat die BVL 29 Regionalgruppen, von denen mehr als 160 abendliche Veranstaltungen organisiert werden. Alle diese Veranstaltungen sind kostenfrei und werden von den Mitgliedern ehrenamtlich durchgeführt. Die Ehrenamtlichkeit ist sowieso ein Thema, das sich durch den gesamten Verein zieht. Es ist hohes ehrenamtliches Engagement. Alle Funktionsträger, Vorstände, Beiräte, Gremien, der wissenschaftliche Beirat, der Förderbeirat sind ehrenamtlich besetzt, sind ehrenamtlich für uns tätig. Um die ehrenamtlichen Kollegen in ganz Deutschland tatkräftig zu unterstützen, gibt es die BVL-Geschäftsstelle in Bremen. Hier werden von den Mitarbeitern alle administrativen Arbeiten erledigt, die bundesweiten Veranstaltungen und Kongresse organisiert und die mehr als 10.000 Mitglieder betreut und beraten. Neben der rein fachlichen Komponente bietet die Bundesvereinigung Logistik natürlich auch eine hohe menschliche Komponente. Und das beginnt schon sehr früh. Über die studentischen Regionalgruppen offerieren wir bereits in der Frühphase der beruflichen Orientierung Unterstützung. Und diese Unterstützung, die hält ein Berufsleben lang an. Die Bundesvereinigung Logistik ist dem lebensbegleitenden Lernen verpflichtet. Wir bieten dazu besondere Services an. Wir haben einen eigenen Campus, der aus drei Säulen besteht. Einmal den Bereich Seminare, berufsbegleitend. Dann eine Wirtschaftsfachschule, die DAV, die seit über 50 Jahren am Markt ist, wo Sie staatlich anerkannter Betriebswirt werden können, wenn Sie dort den Abschluss haben. Und wir haben die Fachhochschule, eine private Fachhochschule nach dem dualen System, wo Sie praktisch Zeiten im Betrieb haben und Zeiten an der Hochschule haben, sodass Sie in Theorie und Praxis gut ausgebildet diese Institution verlassen können. Und in dieser neutralen Fachplattform können junge Leute, Studierende und Menschen, die ihr Studium abgeschlossen haben und in die erste Berufsphase gehen, erstens sehr viel lernen, sich verbinden mit anderen Menschen, die in der Logistik arbeiten und über diesen strukturierten Austausch sich selbst weiterentwickeln und können in der zweiten Phase dann auch in diese Plattform wiederum eigene Ideen einbringen. Es gibt immer mehr große und bedeutende Trends in der Wirtschaft, die uns alle beeinflussen und für die effiziente Verfahren und Methoden gesucht werden müssen, damit die Logistik mit diesen Trends umgehen kann. Ein Beispiel hierfür ist die Globalisierung. Weltweiten Handel und Güterverkehr wird es immer geben. Er ist unumkehrbar und er wird ständig wachsen.
Die Globalisierung ist ein ganz maßgeblicher Trend, der uns in der Logistik beeinflusst. Wir haben seit vielen Jahren bereits Warenströme, die fast in allen Fällen kontinentübergreifend sind. Häufig sind diese Ketten auch aneinander getaktet, sodass erst von einem Kontinent auf den anderen transportiert wird und dann es noch zu einem nächsten Kontinent geht. Die Globalisierung hat uns in der Logistik eine maßgebliche Komplexität eingebracht. Die gesamte Globalisierung spielt sich ab in riesigen Dimensionen, in einem riesigen Wirtschaftsumfeld. Es gibt sehr, sehr viele Einflussgrößen, sodass diese Einflussgrößen einzeln nicht mehr zu steuern sind. Damit wird die Volatilität, die Schwankungsbreite wirtschaftlicher Leistungen und Nachfragen immer größer, immer steiler, immer mehr steigen. Und darauf müssen wir uns in Zukunft einstellen. Und wie man damit umgeht, lernt man auch in der BVL durch Vorträge von Kollegen. Das zweite Beispiel ist die Digitalisierung. Heutzutage sind alle Informationen und alle Waren online und in Echtzeit verfügbar. Durch diese weltweite Markttransparenz kann der Kunde in Sekundenschnelle Preise vergleichen und seine gewünschte Ware bestellen. Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die bestellte Ware auf dem kürzesten und schnellsten Weg zum Kunden geliefert werden muss. Somit erfordert die Digitalisierung von den Logistikunternehmen immer kürzere Lieferzeiten. Die Planung, Steuerung und vor allen Dingen auch die Überwachung dieser globalen Warenströme wird heute vor allen Dingen durch IT-Systeme unterstützt. Diese IT-Systeme sind praktisch das Auge und das Gehör des Logistikers, sodass er verstehen kann, wie sein System funktioniert und sodass er auch eingreifen kann. Und letzter ganz wichtiger Punkt ist das Thema Nachhaltigkeit. Die Umwelt ist uns allen endlich wirklich wichtig geworden. Es gibt viele Ansätze dazu und es gibt auch in der Logistik viele Punkte, wie man versuchen kann, Effizienz in den Prozessen und Nachhaltigkeit zusammenzubringen, sodass, wenn ich meine Prozesse besonders gut organisiere, ich gleichzeitig einen Beitrag zur Ressourcenschonung leiste. Für die Bundesvereinigung Logistik steht im Vordergrund, Nutzen für ihre Mitglieder zu generieren. Man kann erstmal Wissen transferieren, man kann miteinander über Methoden, Verfahren diskutieren, man kann lernen, wie es ein Kollege ein Problem gelöst hat, das es vielleicht bei mir im Betrieb auch gibt. Die Frage, die man sich ja immer stellt, ist, wo stehe ich mit meinem Unternehmen oder wo stehe ich mit meiner Arbeitsleistung? Kann ich mich mit anderen vergleichen? Und diese Vergleichbarkeit herzustellen, ist ein ganz wichtiger Punkt in der BVL, dass man sich an anderen orientieren kann oder an den Besten der Branche orientieren kann. Wesentlicher Kernpunkt der Bundesvereinigung Logistik sind die verschiedenen Veranstaltungen. Die jährliche Hauptveranstaltung ist zweifelsfrei der Deutsche Logistikkongress. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 27. Deutsche Logistikkongress ist eröffnet. Der Deutsche Logistikkongress findet jährlich in Berlin mit ca. 3.500 Teilnehmern aus aller Welt statt. Über 3 Tage werden dem Besucher mehr als 20 Fachsequenzen und etliche Hauptvorträge prominenter Redner angeboten. Eine große Ausstellung in den Foyers, auf der sich die Kongressbesucher treffen, austauschen und weiterbilden können, begleitet den Kongress. Ich denke, dass der Deutsche Logistikkongress einer der bedeutenden Kongresse im europäischen Raum, nicht nur in Deutschland ist. Abgerundet wird der Deutsche Logistikkongress durch einen feierlichen Galaabend. Eine wichtige Aufgabe der BVL ist es, die Besten der Branche zu definieren und auszuzeichnen. Neben zahlreichen Awards ist der Deutsche Logistikpreis hervorzuheben. Hier werden integrierte logistische Gesamtlösungen, die signifikante Effekte hervorgebracht haben, bewertet und ausgezeichnet. Eine weitere wichtige Initiative der BVL ist der deutschlandweite Tag der Logistik. Wir schaffen es an einem Tag, nämlich dem Tag der Logistik, den wir gemeinsam bundesweit mit vielen Unternehmen, anderen Vereinen und Verbänden veranstalten, 30.000 Menschen zu erreichen. Und zwar völlig unterschiedlichster Zielgruppen, auch Bevölkerung, Öffentlichkeit, denen zu zeigen, wie spannend die Logistik ist, welche verschiedenen Aufgaben dahinter stecken, die man sich manches Mal gar nicht so darunter vorstellen kann. Wir sind dankbar, dass es in der BVL einen so starken Verband gibt, der die Interessen der Logistikbranche bündelt.
Die Zusammenarbeit mit der BVL ist außerordentlich gut. Sie gibt uns Inspiration, sie hilft uns, weitere neue, intelligente und kreative Wege für die künftige Zusammenarbeit zu finden. Ja, meine Damen und Herren, das war der verzweifelte Versuch, vielfältige Leistungen eines hochaktiven Vereins und aller seiner dort tätigen Menschen innerhalb kurzer Filmsequenzen darzustellen. Ich hoffe, es ist gelungen. Tun Sie uns einen Gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, gehen Sie mit rein in die Aktivitäten der BVL.